Jetzt Bauer Call. Bauer Call. Hallo Freunde von TV Schwerin und M-Verein. Hier ist wieder euer Bauer Call. Nein, ich finde, am Anfang des Jahres ist es mal Zeit für ernsthafte Aussagen. Der Trump ist eine Reinkarnation von Walter Ulbricht. Martin Schulz, der ehemalige Parlamentspräsident von der EU, den kenne ich nicht. Die Gefahr ist nicht, dass man sich irrt und es rauskommt. Die Gefahr ist, dass man sich irrt und es kommt nicht raus. Welchen Schein soll es nochmal gehen? Neuer 50-Euro-Schein. Genau, es geht also um den 59-Euro-Schein. MV tut gut, Land zum Leben. Mensch, da wäre uns doch noch was anderes eingefallen, oder? Es stellt sich die Frage, gibt es Rechte bei der Bundeswehr? Natürlich gibt es keine Rechten bei der Bundeswehr. Absolut nicht. Es gibt auch keine Nutten im Puff. Es gibt auch keine Betrunkenen in der Kneipe. Es gibt keine Nadeln im Heu, keine Psychopathen in der Familie. Nein, überhaupt nicht. Das darf man gar nicht sagen. Ich habe richtig gleich bei mir im Keller nachgeguckt. Oh, 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 oh. Da sind noch ein paar Kreuze gewesen. Aber zum Glück bei mir keine Haken dran. Ne? Weißt du, ich bin auch jahrelang nie LPG-Vorsitzender gewesen. Ich war immer nur Brigadier. Ich war nie der Vorsitzende. Und ich bin noch hier. Der LPG-Vorsitzende ist so fertig, der sitzt schon im betreuten Wohnen. Kommt, Genossen. Jetzt kriegen wir eine Landesmutti, Manuela. Das finde ich immer ganz toll, wenn ein Brettschneider und Brotkorb, also die müssten ja eigentlich zusammenhalten, das ist ja ein und derselbe Bäckerladen. Ne? Ja, Affen werden überall gebraucht. Bundesregierung, Parteien, Weißes Haus, da hätte ich als Affe anfangen können, aber die haben ja einen Blonden. G20 in Hamburg, das ist ungefähr so, als wenn du ein Feuerwerk in eine Dynamitfabrik machst. Ne? Die Reichweite von meinem Pferd ist größer als die von jedem Elektrofahrzeug. Als die meine Bank damals renoviert haben, da haben die mein Konto gleich mitgestrichen. Was hätte aus mir werden können, wenn meine Lehrer sich früher Mühe gegeben hätten? Die Skandinavier, die sollen ja irgendwie sozialer und netter sein als wir. Also nicht so eine zwischenmenschlichen Arschlöcher. Gelb für die FDP, ein bisschen braun für die rechte Flanke, von der sie jeder sichern will, aber keiner weiß, wo sie ist. Grün und, naja, schwarz. Ist es nicht verrückt, du, dass du nach einer Wahl eine Konstellation herauskriegst, die vorher keiner haben will? Aber jetzt finden sie alle gut. Man ist also in der Politik nicht nur für das verantwortlich, was man tut, sondern auch für das verantwortlich, was man nicht tut. Wir rasieren uns noch mit der Axt. Ne? Wir brauchen, um uns zu waschen, überhaupt gar kein Wasser. Und hat eine Frau schon jemals dieses Gefährt ohne Probleme richtig in die Parklücke gefahren? Nein, die Männer sind die allerbesten. Die Frauen haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie sind unterdurchschnittlich gut oder überdurchschnittlich schlecht. Deshalb lasst uns heute den Tag des Mannes feiern. Wie hat sich unser Anspruch an Papier verändert? Zu Ostzeiten, da wären wir froh gewesen, wenn wir ein halbwegs weiches Toilettenpapier gehabt hätten. Ja? Heute wollen wir Paradise Papers und damit ist nicht das weiche oder feuchte Papier für den Arsch gemeint, sondern das Papier, wo du mehr Geld machen kannst, als dir eigentlich zusteht. Junge, du kannst nicht gesund sein, wenn du stirbst. I like some sandwich. With black bread or white bread? I like some sandwich. With black bread or white bread? I like some sandwich. With black bread or white bread? Apple Tea and Coffee. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls, etwas anderer Wochenrückblick.